Ich habe hier aus einer Publikation im Rahmen der Diagnostik eine Zusammenstellung gebracht, welche Methoden eignen sich, um eine endokrine Angiopathie diagnostisch nachweisen zu können. Wenn Sie die Möglichkeit dieser, wenn Sie diese vielen Möglichkeiten hier sehen, es beschränkt sich de facto nur auf, also zumindest in meiner Ambulanz, auf die Frage nach der Erkrankungsdauer, die ist ausschlaggebend. Wir machen eine Ultraschalluntersuchung der Augenmuskulatur und der klinische Aktivitätsscore der Entzündung wird gestimmt. Ich gehe kurz auf diese einzelnen Untersuchungen ein. Bei der standardisierten Echografie, standardisiert deswegen, standardisiert hat es nur einen Sinn, also es hat nur einen Sinn, die standardisiert durchzuführen, weil sie sonst keine Vergleiche auch im Verlauf haben. Hierzu wird das A-Bild verwendet. Sie bestimmen hier Muskelindizes oder den supranasalen Index, abgekürzt SNI. Die Breite der Sehnen der Augenmuskeln wird bestimmt. Es wird hier, Sie sehen das am linken Dia, an normierten Punkten die Dicke der Augenmuskulatur bestimmt und diese Indizes errechnet. Am besten geeignet ist, gerade bei unklaren, einseitigen Exophthalmos empfiehlt es sich auf jeden Fall, eine Magnetresonanztomographie der Orbiter durchzuführen. Hier wird, genauso Sie sehen das an den oberen linken Bildern, hier wird die Augenmuskeldicke und auch der Entzündungszustand der Muskeln dargestellt. Sie können Raumforderungen ausschließen und dergleichen und die Diagnose festigen. Sollte kein MRT zur Verfügung stehen, empfiehlt sich auf jeden Fall auch eine Computertomographie. Das sehen Sie an den unteren Bildern. Auch in der koronaren Rekonstruktion sehen Sie diese massiv verdickten Augenmuskeln. Früher haben wir des Öfteren Somatostatinrezeptorbestimmungen gemacht mit einer Szintigraphie. Soll angeblich ein gewisser Marker für die Aktivität der Entzündung sein. Führen wir nicht mehr durch. Strahlenbelastung und dergleichen rechtfertigen nicht den diagnostischen Vorteil, den Sie dadurch haben. Wenn Sie einen Patienten vor sich haben, müssen Sie sich jetzt bewusst sein, hat er eine akute Entzündung oder ist das ein chronisches Stadium, wo die akute Entzündung bereits abgelaufen ist. Das ist ganz entscheidend für das weitere Management der Erkrankung von ophthalmologischer Seite. Viele Patienten empfinden die okuläre Mitbeteiligung im Rahmen dieser Schilddrüsenproblematik als sehr, sehr unangenehm. Das ist die Oberlidretraktion, die Proptose, die Chemose, also Schwellung der Bindehaut, das periorbitale Ödem und der Bewegungsschmerz der Augen. Stört die Patienten und natürlich auch die kosmetischen Konsequenzen, muss man sich immer im Klaren sein. Also bei der klinischen Beurteilung, ganz wichtig ist die Aktivität der endokrinen Orbitopathie. Die muss man bestimmen können, denn nur eine entzündliche Aktivität, wenn die vorhanden ist, nur dann kann es auch zu wirklichen Komplikationen kommen in diesem Stadium, sprich Optikuskompression, Hornhautulkusbildung und dergleichen. Ja, auf den NOSPEC-Score möchte ich jetzt gar nicht genau eingehen. Der beschreibt einfach das Ausmaß der vor Ihnen feststellbaren Erkrankung. Viel wichtiger ist der Clinical Activity Score. Der Clinical Activity Score setzt sich aus vielen Punkten zusammen. Für jeden Punkt, wenn der zutrifft, gibt es einen Punkt. Ab 4 Punkten ist die Entzündung aktiv und bedarf einer entzündungshemmenden Therapie. Ich habe Ihnen hier ein paar Bilder jetzt mitgebracht. Das obere linke Bild zeigt eine junge Patientin. Wenn Sie hier anschauen, sehen Sie die Karunkelschwellung. Das ist diese gerötete Schleimhautfalte im medialen Augenwinkel. Das ist ein typisches Zeichen einer aktiven Entzündung. Und das Ausmaß, wenn Sie das rechte Bild dann vergleichen, hier haben Sie noch eine Bindehautchemose, eine Lidschwellung dabei, der Patient hat Motilitätsstörungen und das Endstadium einer schweren Entzündung ist dann am rechten unteren Bild zu sehen. Hier kommt es zu einem massiven Hervortreten der Augäpfel aus der Orbita, die Lidschwellung ist sehr stark, die Bindehaut quillt richtig aus dem Auge hervor. Sie sehen der Patient in Schielstellung, die Hornhaut ist bereits mitbeteiligt, also es umfasst ein sehr großes Spektrum. Mit welchen Komplikationen ist bei dieser Erkrankung zu rechnen? Das ist in erster Linie, das haben fast alle Patienten, sind Benetzungsstörungen der Augenoberfläche, bedingt durch den Exophthalmus, durch die Lidretraktion und durch den verminderten Lidschlag kommt es zum Austrocknen der Hornhaut.
Das kann gefährlich werden, kann bis zu einer Hornhautulkusbildung und zum Verlust des Auges führen. Hier empfiehlt es sich, benetzende Augentropfen von Anfang an dem Patienten zu verordnen. Komplikation ist eine Erhöhung des Augendrucks, bedingt durch den reduzierten venösen Abfluss aus der Orbita. Kommt es zu einem Rückstau, der Druck im Auge steigt an. Man bezeichnet das als Glaukom. In der Glaukomdiagnostik, vor allem wenn Sie längeren hohen Augendruck haben, sollten Sie Gesichtsfelduntersuchungen machen und die Papille des Sehnervs im Auge regelmäßig kontrollieren. Therapeutisch ist es ein bisschen schwieriger, diesen Augendruck zu senken, denn lokale Antiglaukomatosa-Tropfen sind meistens wirkungslos. Typisch ist bei dieser Erkrankung, wenn Sie eine knöcherne Dekompressionsoperation der Orbita durchführen, kommt es zu einer schlagartigen Besserung des Augendrucks. Eine weitere Komplikation sind Motilitätsstörungen. Wenn Sie den Patienten vor sich sitzen haben, bitten Sie ihn, und Sie haben den Verdacht, es ist eine stärkere Entzündung, bitten Sie ihn einmal, dass er nach oben schauen soll, und Sie werden merken, dass gerade die Hebung sehr stark eingeschränkt ist. Es kommt hier dann zum Auftreten von Doppelbildern. Auf dem Bild habe ich Ihnen eine Linie eingezeichnet. Hier sehen Sie, das rechte Auge kann nicht entsprechend wie das linke gehoben werden, und dadurch kommt es zur Doppelbildentstehung. Auf dem nächsten Bild sehen Sie eine ganz massive Motilitätsstörung. Der Patient kann sein rechtes Auge überhaupt nicht einmal mehr in Primärposition heben. Eine weitere sehr ernste Komplikation ist schlussendlich die Optikuskompression. Durch die massive Verdickung der Augenmuskulatur kommt es zu einem Druck auf den Sehnerv, der seine Funktion einstellt. Das ist relativ früh an einem Visusabfall, an Farbsehstörungen zu merken. Früher oder später merken Sie dann auch im Gesichtsfeld Ausfälle. Auf dem rechten Dia sehen Sie so einen Gesichtsfeldausdruck. Das ist ein absoluter ophthalmologischer Notfall, der sofort in einem Spezialzentrum behandelt gehört. Was ist mit mir jetzt wichtig, wenn Sie so einen Patienten behandeln wollen? Sie müssen einmal darauf aufmerksam machen, dass diese Erkrankung selbstlimitierend ist. Es ist aber mit einem Verlauf von mindestens einem Jahr zu rechnen, und es gibt eigentlich keine sofortige Heilung. Machen Sie den Patienten aufmerksam über den Zusammenhang der Schilddrüsenfunktionsstörung und der Entzündung. Und viele Studien haben bewiesen, dass Rauchen sich sehr negativ auf den Verlauf auswirkt. Machen Sie ihn aufmerksam, dass Rauchen ein Risikofaktor ist.